Hallo Leute, also ja, heute mal ein ganz anderes Video, weil ich habe es auf Gommel gespielt und dann kam halt einfach so im Chat die Nachricht, ja, kommt ihr auf diesen Gold-Server oder so, keine Ahnung, der goldene IP. Dann dachte ich mir, ich als Golden-Craft muss da natürlich drauf. Und ja, jetzt habe ich hier mal eine Stunde einfach mal den Server getestet. Und mein Fazit ist, ja, also, man wird komplett überfüllt die ganze Zeit im Chat, dass man hier gratis Items bekommt, also man wird wirklich, also hier, da, ich habe hier die ganze Zeit Items bekommen, so 1000 Coins oder so, oder auch, hier habe ich kurz was in meiner Chest gesaved, hier Kit Level 2, Kit Level 3, Kit Level 2 Schwert, Schärfe 5, Kit Level 3, Kit Level 5, Schaffe 5, Haltbarkeit 3. Unterscheidet sich halt nicht wirklich, aber man wird trotzdem mit diesem Zeug zugespammt. Und ja, was kann man hier auf dem Server machen? Ja, man kann fighten halt mit diesen Sachen. Ist ja schon gut, aber es tut einem so gar nicht weh, wenn man stirbt. Also es nimmt auch wirklich diesen, ja, Ärger raus. Also es sind wirklich so, man hat OP-Fights, weil man halt wirklich nur OP-Äpfel hat und die einfach nicht sich reinfällt. Wenn du mal eine Combo machst, juckt das nicht. Es ist wirklich die einzige Möglichkeit, hier irgendwie einen Kill zu machen, ist wirklich Leute mit dem Bogen einfach wegzuspammen. Also man sieht es hier unten auch so. Wir haben diese Plattform, und dann halt Schlag 2. Aber dann wird man halt auch irgendwie so als Bow-Spammer beleidigt, obwohl es wirklich die einzige Möglichkeit ist, jemanden zu töten. Außer natürlich die Rüstung geht kaputt, aber come on, Alter, wenn man solche langen Fights hat, ja, ist nicht meins. Ja, ich glaube, dem Server wird es halt einfach sehr gut tun, wenn er sein System halt überarbeitet. Also, dass man wirklich irgendwie eine Mine gibt, dass man hier so ein paar Coins farmen kann und dann kann man sich die Rüstung holen. Ja, das halt auch dann Arbeit steckt und ja, wie. Ja, okay, jetzt gibt es hier einen Kills. Ne, es war nicht hier, es war mit Coins. Oh, keine Ahnung, man kriegt die Coins die ganze Zeit nur geschenkt. Also nicht, dass man irgendwie die Farms baut oder so. Ja. Hier 241 Kills ist der Top 1, glaube ich. Ja. Schon nur, wo ich jetzt gespielt habe. Ja, so die ersten 30 Minuten hat es dann doch ein bisschen Fun gemacht, die Leute einfach runterzuschießen. Was übrigens, als ich draufgegangen bin, hat es niemand gemacht. Aber erst als ich draufgekommen bin, macht es auf einmal jetzt jeder. Also gar nicht mit dem Bogen gekämpft, aber ab jetzt. Bow, bow, bow. Jetzt zeige ich euch mal die Map noch. Also die Map ist echt schön, muss ich sagen. Hier so mit der Oase hier. Hier ist eine Schneelandschaft. Da ist das End. Da hinten ist noch eine Pinsel. Aber noch nicht gesagt, man wird auch mit, also es gibt hier richtig viele Ränge, die irgendwie aber trotzdem das gleiche Stuff gibt, aber von denen wird man halt auch komplett zugespammt. Ich habe in dieser Stunde, wo ich gespielt habe, glaube ich auch fünfmal so den Befehl Fly bekommen, den man natürlich im Kampf aber nicht einsetzen kann, keine Ahnung, was er dann bringt. Ja, ich kann halt nur sagen, ich hoffe, dieser Server ist einfach gerade in der Beta oder so. Dass sie halt irgendwie was daran ändern wollen. Nicht, dass es jetzt einfach der finale Server ist, da war ein bisschen das Stuff, den ich gebrauchen könnte. Hier haben wir so Zeug zu. Ja, jetzt kommt mal drei Leute auf mich drauf. Ja, sicher. Ich habe keine Pfeile mehr, ja. Und dann ist es einfach nur noch, ja, Gekloppe. Hier, da war jetzt irgendwie ein OP-Buch, aber ich habe es weggeworfen, weil ich habe davon schon. Also das ist schon, also es ist halt auch wirklich nur einmalig aktivieren, wenn man es irgendwie irgendwann nochmal gebrauchen könnte. Ist ja gut, aber es ist einfach nur ein Rang, den man sich einmal holt. Fazit, das System an sich ist schon gut, also ist halt ein PvP-Server. Aber man müsste wirklich mal an wirklich vielen Ecken nochmal rumschrauben. Das Map-Design kann ich positiv herausheben, ist wirklich,
Ja, ich würde nicht auch top sagen, aber auf jeden Fall gute Arbeit. Naja, jetzt bin ich halt tot, aber ich weiß nicht mal, ich glaube in keinem dieser Kills gibt es glaube ich ein Schwert mit Rückstoß, sonst würde das natürlich auch Sinn machen da, aber man ja einfach hier Dings reinsetzen und wieder runter fighten, aber ja gut. Ich finde es also ich finde es halt auch gut, um irgendwie Kombos zu lernen, keine Ahnung. Also ich finde, es hat auf jeden Fall schon einiges gebracht gerade. Ach, ich konnte. Was zur Jo, auf einmal dunkel. Nee. Hä? Ich hole euch jetzt trotzdem mal die IP in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch einfach selbst ein Fazit machen. Vielleicht übersehe ich hier auch einfach was. So, das Gold in diesem Server. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mehr so spielen. Außer natürlich, ich möchte diese so ein bisschen Kombos trainieren. Aber keine Ahnung. Genau. Dafür gibt es halt bessere Server. Hust, Hust, Timoya. Er hat einfach Kids. Das ist auch das Ding. Es wird ja Sinn machen, wenn man die ganze Zeit so viel OP-Zeug hat, aber die Ender-Chest ist wirklich beim ersten Ding. Also ich war in den ersten 5 Minuten, von wo ich hier auf dem Server war, war die Ender-Chest direkt voll. Und